Für die meisten Lehrer wäre das wahrscheinlich eine Horrorvorstellung. Jedes einzelne Kind druckt während dem Unterricht auf dem Handy um. An der Primarschule zu Goldau ist das gang und gäbe. Seit eineinhalb Jahren arbeiten die Schüler in der Schulstunde nämlich mit einem persönlichen iPhone. Ob das wirklich funktioniert? Heute Morgen hat die Schule ein erstes Fazit gezogen. Und zwar im Rahmen von einer Fachtagung in der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz zu Goldau. Das erste Fazit ist positiv, auch wenn es laut dem Lehrer von der iPhone-Klasse, Christian Neff, am Anfang einige Bedenken gegeben hat. Es hat unsererseits Bedenken gegeben, es hat auch elterseits Bedenken gegeben und von einigen Organisationen Bedenken gegeben. Aber ich würde sagen, jetzt nach eineinhalb Jahren kann man allen Bedenken mit Beispielen begegnen, die zeigen, dass es die Bedenken nicht nötig gewesen wären. Auch hat man heikle Themen wie Pornografie oder Gewalt im Internet zusammen mit den Kindern müssen anschauen. Laut dem Verantwortlichen vom iPhone-Projekt, Beat Döbeli, sind die iPhones in der Zukunft immer mehr gefragt. Heutzutage können die meisten Handys, die die 12-Jährigen haben, nur telefonieren. Das sind Prepaid-Handys. Wenn man aber die technische Entwicklung anschaut, wird sie 5 Jahre so weit sein, dass die Handys dann werden können aufs Internet gehen können, fotografieren und andere Sachen. Also muss man sich überlegen, ob man die Geräte, die einen Weg verfügbar sind, wo die Kinder wissen, wie es funktioniert, nicht sinnvoll einsetzen in der Schule, statt dass man es einfach pauschal verbietet. Trotz neuer Technologie, dass sich der Schulunterricht wegen der iPhones könnte negativ entwickeln, glauben die Verantwortlichen nicht.